Ja, Leute, jetzt die nächste Böllerei. Ich habe wieder feine Sachen für euch vorbereitet. Explode Smokebird, Cracklingbälle von Nico. Hier haben wir Funke Geysir Kaliber C. Damit werden wir auch gleich anfangen. Röder Single Shot, Explode XP3, Titanium Airbomb von Pyromax, Whistling Thunder Kong, richtig genial. Dann die kubischen Kanonschläge von Lidl, die Meteorschlag von Nico, richtig schöner Pfeifböller. Dann haben wir natürlich hier wieder schön Rauch, Black Smoke, Orange, Gelb, Power Split. Natürlich am Schluss wieder einen schönen Celebration Cracker, diesmal von Leslie, und eine riesige Rauchverbotenbatterie. Auch hier wieder eine kleine Knallkette von Vulkan dabei, Mandarinencracker. Und hier ein paar Salutraketen. Funke Silberblitz, eine schöne Nico-Rakete und hier Pyroland kubische Kanonschlag-Rakete. Geysir C, fangen wir jetzt an. So Leute, jetzt geht's weiter mit den Smokebirds von Explode. Ja, mega heftiger Artikel, ein Vogel mit Rauch, übelst cool. Farbe blau und jetzt haben wir hier die Farbe rot. Zwei Stück, auch nochmal in der Farbe Rot und Blau. Und jetzt den letzten blauen. Jetzt geht's weiter mit dem Battle Smoke von Pyroland, Battle Smoke 38. Einfach hinstellen, würde ich sagen, hinstellen. Naja. Oder hinlegen. Nein, wir stellen ihn. Halt? Ja. Ja Leute, ihr merkt, die Brenndauer ist wirklich beachtlich. Ich würde sagen, eine gute Minute brennen die Teile. Echt extrem.
Jetzt machen wir weiter mit einer schönen Knallkette. Weiter geht's mit dem Power-Split von Purland 2 gleichzeitig. Die kannst du aber hinlegen. Jetzt geht's weiter mit den Crackling-Bällen von Nico Vollberg. Riesige XXL Crackling-Bälle hatte ich dieses Jahr bei Norma gekauft und ihr seht 2,99. Heißt ein Feuerzeug für mich, oder? Richtig heftige Bälle. Einer hat nicht gezündet. Jetzt geht's weiter mit den kubischen Kanonenschlägen von Lidl. Jetzt haben wir hier noch XP3-Knaller. Als nächstes kommt ein Meteorschlag, auch wie die XP3 mit grünem Vorbrenner, aber noch mit kleinem Pfeifen. Die hauen wir am besten alle so nacheinander. Ja. Vielleicht auf Schlag irgendwie. So, jetzt kommen Bombenrohre, der Röder Titansalut. Jetzt noch ein paar Bombenrohre. Wir haben hier Whistling, Thunder Kong, haben hier vier Stück. Ein Titanium-Salut-Bombenrohr von Pyromax und den Röder Titansalut. So, jetzt der Pyromax. Jetzt die Whistling Thunder kommen.
mal gleich mal zwei Stück auf Schlag jetzt. Und der letzte Whistling. So Leute, jetzt noch Raketen, Funke Silber, Silberblitzrakete. Alter. Man lebt gefährlich. Scheiße, da war der Stiel abgebrochen. Muss ich rausschneiden. Oh, no risk, no fun. Hä? No risk, no fun. Ja, da ist voll alles Rauch. Ja, ja, klar. So Leute, jetzt noch eine Silberblitzrakete. Jetzt eine Nico aus dem Rocket Rally. Und noch eine Pyroland-Salut-Rakete. Ja Leute, weil es jetzt ein bisschen Dämmerung eintritt, gibt es jetzt schon die schöne Rauchkometenbatterie und dann zum Schluss lassen wir nochmal richtig krachen mit dem Celebration Cracker. Jetzt eine große Riesenbatterie, eine Rauchkometenbatterie in Purpur. Das ist diese riesige Rauchkometenbatterie in Purpur. Habe ich von der Firma Röder Feuerwerk bekommen. Ja, zum Testen. Richtig geiles Gerät. Absolut, ihr habt sie gesehen. Schön kräftige Farben. Und man kann einen guten Tag. So Leute, das Ende der Böller-Tour. Eine kleine Böllerei. Der Leslie Celebration Cracker XXL. Wieder so eine riesen Knallkette zum Ausrollen. Natürlich alles legal, Schwarzpulverkette. Ohne Batterie. Einfach schön ausrollen. Oder halt so aufziehen im Prinzip. So, und dann let's go. Heftiges Teil, Leute. Alter, ist das eine Knallkette. Kaufempfehlung, Leute. 7,99 Euro. Richtig pervers, das Teil.